Oder was geht? Herzlich willkommen zu einem kleinen, ich möchte mal sagen, angespielt Random Parts oder sonst irgendwas dazwischen. Und ich habe das Gefühl, ich muss die Mucke ein bisschen runterstellen. So ungefähr. So. Das ist dann okay. Confirm wir das. Und wir spielen Enter the Gungeon. Enter the Gungeon ist im Endeffekt ähnlich wie Binding of Isaac. Wir haben hier verschiedene Charaktere, insgesamt vier Stück. Ich habe es mit zwei schon gespielt. Das ist einmal hier der Konflikt und einmal der Hunter. Bin aber, ich sterbe meistens halt am ersten Bossfight, ganz dumm gesagt. Also ihr werdet hier kein High-End-Quality-Gameplay sehen. Dann probiere ich jetzt mal den hier aus, den Marine. Mal schauen, was der so drauf hat. Ja, im Endeffekt ist es wirklich wie Binding of Isaacs. Isaacs, ich sage immer Isaacs. The Binding of Isaac. Und ja, man spielt halt random generierter Dungeon nach jeder Ebene einen Boss und man muss halt in diesem Falle nicht die Mutter besiegen, wie es bei Binding of Isaac ist, sondern die Kugel finden, die deine Vergangenheit auslöscht. Oh lol. Wollte eigentlich original erstmal schauen, was für eine Waffe ich überhaupt habe. So, okay. Weil manche Charaktere haben halt zwei Waffen. Der hat hier höchstwahrscheinlich nur eine. Sehe ich das richtig? Der hat nur eine. Okay. Dafür hat er allerdings. Ah ja, okay. Das Q ist nichts Neues. Das Item haben wir noch nicht aufgeladen. Okay. Ja, und im Endeffekt ist halt hier alles, was gegen euch fightet, ist eine Kugel. Und ja, es dreht sich um Waffen. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Auch eine Besonderheit gegenüber anderen solcher Spiele ist halt, dass ihr solche Jumps machen könnt. Vorteil ist daran natürlich logischerweise gesehen, ihr könnt Schüsse ausweichen und seid während dieser Jump-Dauer unverwundbar. So. Ist natürlich relativ angenehm, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ja, jumpen wir mal weiter. Und es gibt natürlich auch wieder verschiedene Gegnertypen. Was mir auch ein bisschen gefällt, ist die Tatsache, Gegner wissen nicht instant, wo ihr seid. Das heißt, ihr habt kurz so vielleicht eine gute Sekunde Zeit, euch die Map ein bisschen anzuschauen, wenn ihr da reingespawnt seid. Und das war's dann halt. Oh. So, oh, da ist ja noch einer. Eine Patrone. So. Und das ist erstmal gemacht. Ich bin absoluter Noob drin in dem Game. Ich habe bis jetzt 2 Stunden gespielt ungefähr und mir gefällt das, sag ich mal. Obwohl mir solche Spiele vermehrt eigentlich nicht gefallen. Es ist, denke ich mal, für zwischendurch ganz cool. Hat auch einen gewissen Suchtfaktor, weil ich habe das nachts mal anprobiert und saß dann halt also wirklich original um 0 Uhr nebenbei noch einen Stream laufen lassen. Von einer YouTuberin. Und keine Ahnung, es ist ungefähr 11:30 Uhr, also ja, doch 11:30 Uhr, 0 Uhr so ungefähr, habe ich halt angefangen, Enter the Gungeon zu spielen und ja, es war halt original dann irgendwann mal 1 Uhr, als sie gesagt hat, ja, es wird jetzt auf zu streamen. Gute Nacht und so, ich denke schon für, ja, okay, hört halt auf, mach ja halt nur 2-3 Minuten und den Boss hatte ich, also diesen Typ hatte ich bis jetzt noch nie. Und ja, ne, da war halt dann plötzlich so 1 Uhr, so ungefähr, Pi mal Daumen. Ja, es hat halt einen Suchtfaktor, ähnlich wie The Binding of Isaac beispielsweise. So, aha, hier können wir, denke ich, das irgendwie aufmachen, wenn unser Ding geladen ist. Die Frage ist, wie laden wir unser Ding? Wie gesagt, ich spiele den Charakter jetzt zum ersten Mal. Auch nicht gefailt während der Aufnahme bis jetzt, das freut mich tatsächlich noch mehr. Das Ding kann fliegen. So. Man kann auch halt Abgründe und so, kann man ein bisschen drüber springen und so. Mit dem Movement-System. Die Herzen sind halt auch Bullets. Das ist eine rote, logischerweise. Das ist die Rüstung. Das ist halt so ein Ding, dass man Bullets abwehren kann. Das ist ein Key. Auch ein bisschen patronenartig. Und die Patronen, die goldenen, sind die Währung von dem Spiel. Damit kann man sich, wenn man den Shop findet in einem Level, Sachen kaufen. So, man kann ja auch Dinge kaputt machen. Ihr habt noch keine Ahnung, was das bringt. So, es hat mir, denke ich, mal ganz schön gesehen, dass die Gegner gerade nicht wussten, wo wir sind. Man kann hier auch Dinge umwerfen. Was auch ganz cool ist, sondern als Deckung benutzen. Oh, jetzt habe ich gefailt. Fuck, ist auch meine Rüstung weg. Oh, ich habe meinen Helm verloren. Okay. Nicht gewusst, dass das geht. Fies Batman. So, man hat auch Teleporter. Ich denke mal, das zeige ich euch dann mal, wenn es soweit ist. So. Ah, wir haben den Key. Machen wir mal auf. Ist das ein Item wahrscheinlich? Oder Full Metal Jacket, Automate Defense. Okay.
Also wie gesagt, itemtechnisch kenne ich mich noch gar nicht aus und so. Ne? Also ja, so. Teleportsystem ist auch relativ simpel. Ihr seht hier diese Dinger, die grünen Dinger, und ich kann mich dahin TPen, wenn ich nicht angegriffen werde, wenn keine Gegner in der Nähe sind. Das heißt, wir machen das gleich. Also mit Tab kann man auch die Map öffnen und so. Machen wir gleich. Ich habe hier gerade unten gesehen, dass wir noch einen Raum haben, welchen wir noch nicht erkundet haben. Ich kennzeichne mit diesem Fragezeichen auf der Minimap. Das sind sie ja auch schon. So. Rollen wir mal kurz hier hin. Wir haben aber auch noch. Wir haben bis jetzt nur die Standardwaffe. Das ist ein bisschen blöd. Wir sollten mal. Wow. Ach, das ist das automatische Defense-System. Ja, gar nicht gecheckt, dass es plötzlich Gegner da wieder sind. Oh, okay. Ja, ist easy. Hier haben wir zum Beispiel das Diode-Patron ist ein Herz. Ja. Es sind halt so Dinge. Ich denke mal, es wird kein festes Format haben, das Spiel, weil es ist schlecht zu Let's Playen im Endeffekt. Weil ein Run kann nach 3 Minuten vorbei sein oder halt erst nach 4 Stunden. Blöd gesagt. Ähnlich wie halt bei den anderen Spielen, wie Binding of Isaac. Ich nenne immer dieses Spiel, obwohl ich es nicht so, also was heißt nicht mögen, ich habe es halt gespielt. Das ist eigentlich nicht so meins, auch wie das hier, nicht dieses Spielprinzip. Aber, you know, ja. So, wir haben den Bossraum gefunden, da wollen wir noch gar nicht rein. Wir TPen jetzt mal. Weil ich hoffe natürlich, dass wir jetzt doch vielleicht einen Shop finden, wo wir Dinge kaufen. Oh, jetzt bin ich halt richtig schön reingelaufen, im Typ. Fuck. Okay, ich nur ein Herz verloren. Ah, wir haben den Shop gefunden. Sieht man hier unten an dem grimmigen Typ. Gehen wir erstmal hier rein und schauen mal. So. Ja, es ist gerade auch im Angebot gewesen, darum. Ja, ich weiß auch nicht, wann ich das euch zeige, präsentiere. Was ist das hier? Kann der was? Do you bring something? Okay. Was ist das? Mietbahn, Herz. Wenn dann hole ich mir erstmal einen Key. Hoffen, dass wir noch was finden. Also waffentechnisch, man kann halt ja auch Waffen finden. Bis jetzt war es immer so in der ersten Stage, dass man da, dass ich so zwei Räume hatte mit einer Kiste. Wo wir gerade davon sind. Mahogany, Guni, Mahogany, wow. 100%. Ein Granat, Alter. Ähnlich wie bei Binding of Isaac sind halt die Dinger relativ crazy, was man finden kann. Ich meine, ja, ne? Seht das ja selbst. Es macht gefühlt nicht so viel Schaden. Das meiste Granite Launch, aber. Oh. Gut, die Standard-Mobs one-hittet es, aber das hat nichts zu sagen, weil der Hunter hat zum Beispiel auch eine Waffe, wo Dinge halt one-hittet. So, gehen wir mal in die Nähe vom Bossraum, weil da ist noch ein Herz. Da würde ich mal sagen, probieren wir mal einen Boss. Allerdings, wie ich mich kenne, werde ich scheitern. Wir haben keine Rüstung. Könnten wir uns Rüstung noch kaufen? Warte, ich schaue noch mal kurz, ob wir uns Rüstung kaufen konnten. Ah, hier, wenn ich jetzt Tab drücke, sehe ich hier auch die Items. Ich glaube, wenn ich auch I drücke, ist das hier so. Ja, okay. Active Item ist das hier. I need Max. Ah, Call in a Ammo Drop. Ah, okay, lol. Passive Items, Hold Facing Enemy. Hold Facing Enemy, Passive. Memories of your years and training, Battery Load Speed and Weapon Präzision. Automatically triggers available blank when in danger. An original Gungeon Item. This protective garnet, bla bla bla. Okay, und das hier sind die Guns. The leafy blast is made of mahogany, a strange wood which will only take root near the Gungeon. Ja, und you know, das Spiel nimmt sich nicht so ernst, logischerweise. Weiß nicht, Rüstung oder Herz? Rüstung oder Armor? Rüstung oder Armor? Ja, Rüstung oder Blank? Wir nehmen eine Blank mit, komm, scheiß drauf, als es, dass man Bullets abwehren kann. Ich werde sowieso failen, Boys, darum erwartet nicht zu viel. Wen haben wir? Ich lasse auch für euch mal die Zwischensequenz ab. Ah, okay, ja, das sind die beiden. Das ist ja relativ simpel. Ähnlich wie bei Borderlands kennt man ja dieses. Oh, guck mal. Oh, das Schild ist schon weg, weil ich verkackt habe. Oh fuck.
Oh. Oh. Wir konzentrieren uns erstmal auf einen. Ich habe gegen die schon mal gefightet. So, jetzt ist der andere Boys ist wütend. Sein Bruder, das es ist, seht ihr hier gerade. Er macht das Rampage-Moves. Oh, 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 fuck, okay, wir haben ein Leben bis jetzt verloren, das ist okay. Ich weiß ja, was danach kommt. Ich habe das jetzt ein Bossfight mal geschafft. Oh, ah, oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ich habe arg hart gefailt. Ein halbes Herz zu verlieren war okay, aber den Rest nicht. Wow, holy moly. Puff, puff, puff. Was haben wir gerade... Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, was die aufgehoben haben. Jetzt muss ich doch kurz schauen. Inventar. Hallo? Haben wir es nicht aufgehoben? Achso, war wahrscheinlich ein Munipäckchen oder so. So. Ein Schild. Ein Helm wieder. Was ist das Trigger? Reload to transform. Erstmal kurz durchlesen. Reload to transform. Semi-automatic. Alternate between handgun and shotgun forms. Legend, also Legion mal, halt dein Maul. Legends tells of demon bullets and inhabit the lowest level of the dungeon, making their lairs beneath the great forge. The trick gun is a favorite of the gungeoneers who style themselves as demon hunters. So, das ist jetzt hier, ne? Ich lad nach. Shotgun. Ich lad nach. Pistole. Weißt du, sie kann durchschießen. Okay. Wow, okay. Tricky. Wenn ich dann... Ah, hier ist noch ein Secret Room. Beinahe übersehen. Was war dann das hier? Okay, da war alles, war nur das Protest. Für die Waffe. Ist hier noch was? Hier ist ja wahrscheinlich nichts mehr. Auf geht's. Ebene 2, Boys. Ich war hier bis jetzt nur einmal, wie gesagt. Ganz andere Kontrastebene, finde ich. Aber, ja, ne? So. Spielen wir mal ein bisschen mit der hier. Ah, hier unten ist die Tür. Oh fuck, es hat mich getroffen, es ist ein Teil der Rüstung weg, ne? Alter, die Waffe ist ja echt witzig, so. Oh, ein Herz, also ein halbes Herz. Du hast nichts gedroppt, ha? Huh? So ein bisschen aber mit Munition aufpassen. So, hätten wir den Raum auch. Oh, oh wow, fuck, ich habe den Abgrund nicht gesehen. Oh mein Gott. Rip me, Alter, rip me. Oh, fuck me, Alter. Warum habe ich den Abgrund nicht gesehen? Egal, was heißt egal, ist meine Rüstung halt weg. Oh, das hasse ich. Ich war hier bis jetzt nur einmal unten und das ist ein scheiß Gegner. Oh, 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 fuck, Alter. Oh. Oh my fucking God, ey. Wie viel Herz ich hier gerade liegen gelassen habe. Ey, aber das ist nicht das erste Mal. Es ist immer gegen den Gegner, da verkacke ich. Vor allem immer, ja. So oft war ich hier noch nicht, aber. Erfahrung zeigt halt Dinge, ne? So. Oh. No. Ich kann halt theoretisch nicht unendlich. Ich habe halt nicht unendlich dodgen. Ich habe da kurz eine Übergangszeit, wenn ich mich richtig entsinne. Kaum spürbar, aber weiß nicht, ob ich das gerade hätte dodgen können. Ich arbeite auch viel zu wenig mit diesen neuen Deckungs... Also was heißt, generell mit diesem Deckungssystem. Oh,
Was bringt mir das ganze Geld? Oh, Ammunition, das bringt mir tatsächlich was. Fuck. Ich habe nur ein halbes Herz, das heißt, irgendwas, was mich jetzt trifft, fickt mich. Oh wow, ich wollte gerade dodgen. Wow, fuck my life, Alter. Jetzt habe ich gerade richtig hart verkackt. So. Jetzt gehen wir aber nochmal kurz zurück zur Charakterauswahl. Dann zeige ich euch den anderen Charakter auch noch. Und ich würde sagen, ja, wenn euch das gefällt, also Enter the Gungeon, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Denn wir schauen uns kurz sein Inventar an. Gun, semi-automatic, underhanded and efficient. Who needs keys? Active pick locks, passive items, reduce price at shops, increase active item capacity and maximum armor. Okay, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Das ist der Han Solo wahrscheinlich unter den Boys gefühlt. Rip Han Solo, Kappa. Spoiler, ups, lol. ja, ne? Schauen wir mal. Ui. Laserwaffe. Ey, das erinnert mich schon hart an Han Solo, ne? Der Typ. Da ist der AK-Geist. I failed. So. Hier geht's weiter. Guten Tag. So. Oh. Wobei ich sagen muss, die Laserwaffe gefällt mir jetzt nicht so als Standardwaffe, da will ich unbedingt eine andere haben. Dann haben wir das Schrotze hier. Das sind 2 Meter Schrotze. Okay, mal erst in den hier. So, flippen wir den Table, flippen wir den Table auch. Also die Table können auch kaputt gehen dann, ne? Im Endeffekt, wenn ihr den geflippt habt zu eurem Schutz, kann der auch kaputt gehen. Oh, was? Das war knapp. Ich hab nicht erwartet, dass der Typ hier ist. So. Hallöchen. Hallöchen. So. Da ist er. Ei, 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 ei. Ei. Okay, das ist okay, das ist okay. So, was haben wir den Typ auch? War das alles? Ne, da kommen wieder neue Gegner. Das ist die Rambo-Kugel. Noch eine Rambo-Kugel. Oh, da ist noch ein Geist. Wo kommst denn du her? Oh, wow. Ich bin da gerade echt reingejumpt, sagst du. Ja, haben wir auch. Alles easy peasy, noch ein bisschen Money. Gattern. So. Haben wir auch, den haben wir auch. Den, oh, den haben wir auch safe. Oh. Okay, nice. Scheiße, auch keine andere Waffe. Hallo, Vogel. Oh, ist der Magier da? Der Magier gefällt mir gar nicht. Hallo, guten Tag. Und eigentlich echt süß, wie der Vogel platzt. So. Hätten wir das auch. Manni kommt hergeflogen, sind wir auch durch. Jumpen wir mal kurz durch. Han Solo-like. Oh, ja, 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 guten Tag. Keine Ahnung, was du eigentlich bist. So, Hallöchen, Purpürchen, Servus. Da ist der Shop. Das hat der Shopkeeper. Wir haben günstige Preise, ne? Windabgang. Wir brauchen keine Keys, dürfen wir nicht vergessen. Thanks, thank you much. Was? Shotgun Cola. Alles klar. Naja, wir werden auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Money getten. Mal schauen, was ich dann kann. Auch eine Laser dann. Okay. Das heißt, Reload, okay, Reload dauert halt ewig. Das hat mir gerade ein halbes Herz wieder gekostet.
Macht die Geräusche? Was halt tatsächlich Geräusche? That game is crazy. Lull. So, gehen wir mal hier hin. Guten Tag. Was ist das jetzt? Ein Ring. Dodge Power-Up. Ah, okay. Wir dodgen ein bisschen weiter, glaube ich. Okay, wir sind zu unserem ersten Hauptraum wieder. Die TP-Funktion finde ich cool, und dass man dodgen kann, das gefällt mir echt. Das sind halt so Sachen, wenn man halt von anderen solchen Games kommt, wo man halt sich kurz gewöhnen muss. Halbes Herz gratis bekommen. Finde auch cool, seht ihr diesen Käse hier oben? Der fällt halt auch runter. Der bröselt zwar, aber... Arschkrampen, ey. Oh, wow. 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 Hashtag Wurf, ey. Okay. Hätten wir es auch hier? Springen wir hier hoch? Ist nicht auch noch was? Ich dachte, wir haben Dietrich hier. Fuck. Okay, da müssen wir vielleicht nachher nochmal hin, wenn wir genug Geld haben. Also wenn es günstig genug ist. Dass die Gun Musik macht, ne? Auch cool. So, jumpen wir mal kurz hier hin. Hier ist natürlich dann höchstwahrscheinlich der Bossraum drin, logischerweise. Das heißt, wir gehen kurz hier hin. Wie viel kostet ein Dietrich bei dir? Obwohl ein halbes Herz mir lieber wäre für einen Bossfight. Ja. Echt auch schon total teuer. Vorteil ist, wir haben noch beide Dinger hier. Im Sinne von beide Bullet-Up-Block-Dinger. Schauen wir mal. Oh, gegen den habe ich einmal gemacht. Ist relativ simpel. Der macht halt nur auch relativ viel. Oh wow. Okay, den Bossfight kriege ich glaube nicht hin. Oh, I misclicked actually. Ja, I fucked up. I fucked up. Selbst wenn wir den hinbekommen, wird das Level danach ziemlich knapp. Oh fuck this game. Oh lol. Oh, ich hab grad rechte Maustaste geklickt, also das wird dodgen. Aber ich hätte es nicht überlebt, fuck. Wir hatten zu wenig Leben. Und die Waffe war ein bisschen zu schwach. Ah, aber das hier ist doch ein Dietrich, oder? Ich dachte, es wäre ein Dietrich gewesen am Anfang. Aber ja, ich hoffe, euch hat dieser Hey, ich schau mir das Game mal an Teil einigermaßen gefallen. Das da oben sind wahrscheinlich gekillte Bosse-Zeichen, das hier. Ich bin mir auch nicht sicher. Kann ich nicht draufklicken. So. Na? Ja, ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Servus, haut rein. Bis nächstes Mal hoffentlich.